So, liebe Freunde der großen kleinen Bahn, in meinen Videos gibt es immer mal, naja, so ein Schwenk durch eine sogenannte geheime Modellbahnwerkstatt. Ich werde jetzt auch nicht sehr viel drüber verraten, weil der Kollege hat nämlich selber einen Kanal. Den würde ich jetzt nochmal hier oben einblenden. Und ich will ihm da jetzt nicht sozusagen sein Content nehmen. Aber wir haben, ich will so viel erzählen, wir haben hier einen Bahnhof, der für den Einsatz im Fremo vorbereitet werden soll. Und da werde ich heute mal ein bisschen aktiv werden und werde mal ein paar Stellen grün machen. Und das, davon soll das heutige Video handeln. Viel Spaß! Nur so viel zum Projekt. Das ist ein Bahnhof, der ist über 12 Meter lang. Den kann man hier natürlich nicht in voller Länge aufbauen, sondern immer nur teilweise. Und da sollen heute noch zwei Weichen installiert werden. Ich gehe mal davon aus, dass das hier eine davon ist. Ja, und das Grünzeug, was ich jetzt eben erwähnt habe, soll da noch drauf. Ja, was ist aber die geheime Modellbahnwerkstatt ohne einen Schwenk? Na, das ist auch ein kleiner Hinweis, was euch dann auf dem Kanal mal erwartet. Das sind zum Beispiel Gleise, die gedruckt wurden. Na, also Gleisprofile natürlich nicht. Das ist also preußisches Länderbahngleis. Das wird Code 40. Und hier, wie wir sehen, sind auch ein paar Weichen im Entstehen. Na, die wir hier... die also auch gedruckt wurden. Ich hoffe, dass er dazu bald mal ein Video macht, was dann mal der Modellbahngemeinde zeigt, was er da so treibt in Sachen Druck und Gleisbau. So, bevor wir hier anfangen zu begrasen, müssen wir natürlich erstmal hier ein paar Lücken im Gelände schließen. Das, was wir hier sehen, ist ein Wattenscheider Schacht. Da kommt ein Signal hinein. Dieses Signal dazu, jetzt muss ich das mal hier wegstellen. Das sieht, ne, das passt genau in den Schacht hinein. Ja, und das kommt dann dort hinein. So, dann müssen wir hier noch die schwarze Kante verdecken. So, das wäre schön, wenn hier auch Leim rauskommen würde. Das ist gesiebte Erde. Bisschen andrücken, dass das hier auch eine Verbindung mit dem Leim eingeht. Hier kommt schon ein bisschen Leim zum Vorschein. So, und da sollte das jetzt hier verdeckt sein. So, ein Stück hinter dem Wattenscheiderschacht gibt es also noch ein Stück, was auch noch Erde drauf muss. Das habe ich jetzt hier schon mal eingeleimt. Die Methode ist heute ein kleines bisschen anders als in meinem Begrasungsvideo gezeigt. Nehmen einfach den Pinsel, tauchen den hier so ein bisschen ein und dann machen wir nicht einzelne Punkte mit der Leimflasche, sondern wir machen das mit dem Pinsel.
Hier auch wie immer keine Flaschen einstreichen. Das sieht dann nach englischen Rosen aus. Das ist nicht schön, sondern eine Wiese besteht immer aus Grasbüscheln. Und genau so wollen wir das auch nachbilden. So, jetzt muss ich hier mir auch so ein bisschen eine Markierung machen, dass ich hier, jetzt habe ich ein bisschen tief eingetaucht. Das war hier ein bisschen blöd, hier war schon. Also ich werde mal hier bis zu der Weiche sozusagen vorgehen. Hier habe ich bloß dummerweise bei meinem Versuch vorhin nicht richtig abgekehrt. Deshalb jetzt hier irgendwelche Grasfasern rumliegen und hier auch in meinem Leim schon herumschwimmen. So, so sollte es funktionieren. Gut, machen wir den Deckel auf den Leim. Und dann nehmen wir hier den Begraser. Ich hoffe, dass man es hört im Video, dass der hier. Also man hört den richtig arbeiten. Ne? Das ist zwar bei meinem RTS auch so, wenn die Batterien frisch sind. Hier gibt es ein Netzgerät dazu, das haben wir dummerweise alle. Jetzt müssen wir wieder was nachfüllen. Hier ist auch immer wichtig, auch bei dem Gerät nie. Das habe ich bei meinem Begrasungsfilm, glaube ich, gar nicht erzählt. Nie voll machen. Maximal halb voll. Besser noch ein bisschen weniger. Weil dann arbeitet es sich deutlich besser. Und hier muss man auch sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wird der ich damit arbeite. Ich weiß auch nicht, ob mein RTS, ob der, also der Cleankeeper, ob der wirklich komplett in Ordnung ist oder ob der nicht eine Macke hat. So, Staubsauger habe ich im Moment noch nicht zur Verfügung. Der kommt erst später, deshalb muss ich hier das ein bisschen abkehren. So viel erstmal zu den bewegten Bildern. Hier haben wir mal noch zwei Aufnahmen quasi in Stillleben. Wir haben dann mittlerweile ist dann doch mal der Staubsauger eingetroffen. Der macht das sich übrigens ganz gut. Marke kenne ich jetzt nicht. Davor das Begrasungsgerät. Das ist ein Gerät, was bei Heki mal im Angebot war. Also Angebot, den Begriff sollte man da ein bisschen vorsichtig benutzen, weil das wahrscheinlich teuerste Gerät am Markt ist. Also ich habe mir es eben bisher nicht geleistet. Aber es war echt so, als ich den in der Hand hatte, hatte ich überlegt, ob ich nicht meinen Greenkeeper wegwerfen müsste. Wobei jetzt zur Ehrenrettung von RTS, ich weiß, hatte ich es ja schon erwähnt, ich weiß nicht, ob meiner wirklich voll in Ordnung ist. Also ob der nicht irgendwo mal eine Macke hat. Das kann ja bei so einem Gerät auch mal passieren. Ja, wir haben also hier quasi die erste Schicht drauf. Also das ist ja diese Pinseltupfmethode, damit da auch so ein paar Lücken entstehen. Denn wir wollen ja da mit einer zweiten Farbe dann noch ein bisschen was machen. Ja, hier wäre dann sozusagen die vorläufige Endversion.
Ich weiß nicht, ob man hier noch ein bisschen was rauskriegt, weil an sich hat der Staubsauger gute Arbeit geleistet, aber das ist eben immer so ein bisschen schwierig. Ne? Also ich mache es auf meinen Modulen immer so, dass ich sie hochkant stelle und dann wirklich, wenn das trocken ist, wirklich brutal mit den Kehrbesen drüber gehe. Und da fliegt dann wirklich alles raus, was irgendwann sowieso mal rausfallen würde. Na, und dann hat man da kaum noch irgendwelche losen Fasern und es sieht auch vernünftig aus. Man sieht gerade hier vorne, dass da doch noch ein bisschen was drauf liegt. Na, also so eine Leistung hat kein Staubsauger, dass er wirklich alles rauskriegt. Ja, wir hatten dann auch erstmal vorläufig ein bisschen Kritik, weil da kam dann so Bemerkungen, naja, eine Woche zwei hätte man ja irgendeine Ölschlampe dahin machen sollen. Das Gras ist dann auch wegen Brandgefahr nicht ganz so ideal, aber wir haben uns dann geeinigt, dass wir hier dann, weil ich wollte ja eigentlich noch Buschwerk hinmachen, dass wir das dann so mehr oder weniger so lassen. Ich denke mal, es wird noch die eine oder andere längere Grasfaser, sind ja hier die kurzen im Moment, dass die eine oder andere längere Grasfaser dort noch hinwandert. Und naja, müssen wir halt mal sehen. Das war jetzt mein erster Versuch. Es ist auch eine Methode, die jetzt, sagen wir mal, ein bisschen zeiteffizienter ist als das, was ich bisher gemacht habe. Sonst wären wir ja nie fertig mit dem Bahnhof. Und ich denke, das Ergebnis ist jetzt nur nicht so schlecht. Das Lilane hier vorne ist übrigens da so ein, naja, so eine Matte, ne, so eine irgendwelche Blüten. Also eigentlich, wir haben dann auch über Farben diskutiert. Der Kollege hatte da also aus China sich flocken kommen lassen in, sagen wir mal, sehr wunderlichen Farben, die für die Gartengestalte vielleicht nicht schlecht sind, aber also der Aspekt, wir haben ja hier Spätsommer, da ist eher so viel, viel weiß, ganz wenig gelb und ein bisschen lila. Das sind so die Farben des Spätsommers auf solchen Flächen. Na, also so habe ich es jetzt zumindest gesehen. Ja, so viel erstmal dazu. Es wird dann hier von dem Projekt Hirschberg, sofern ich darin involviert bin, also wir sehen hier ja links, sieht man da so ein runtergerissenes Gleis, das soll dann auch noch, das Gleis soll neu verlegt werden, also ist die Weiche wird versetzt oder wurde versetzt. Und da wird dann auch noch ein bisschen grün werden. Dann gibt es hier und da und dort noch das eine oder andere. Also ich werde dann noch mehrfach dort aktiv sein und werde dann mal hier berichten, immer ein bisschen, was wir da machen. Und es wird dann wahrscheinlich Anfang März ein hoffentlich ein Treffen geben. Das wird privat, weil in Fremo sind nach wie vor die Treffen verboten wegen Corona. Und da wollen wir das hier mal elektrisch testen, ob das alles funktioniert. Und dann hoffe ich, dass es da auch ein kleines Video gibt. Na, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen guten Abend und macht was draus.